Guten Morgen, ein letztes Mal von der Navigator of the Seas. Wir haben Long Beach, Los Angeles quasi wieder erreicht und werden jetzt gleich ein letztes Mal hier frühstücken an Bord und dann geht's runter. An sich immer ein sehr, sehr trauriger Moment für uns und auch heute natürlich so ein bisschen Wehmut, weil Kreuzfahrt ist einfach so unser Ding und bei Royal Caribbean sowieso, das ist immer irgendwie wie nach Hause kommen. Auch diesmal wieder crude, so herzlich, so toll. Aber dennoch mit ganz viel Vorfreude auf das, was jetzt dann die nächsten Tage folgen wird. Da ist ja jetzt noch, wie gesagt, ein bisschen Sightseeing in L.A. Heute werden wir das ganz entspannt angehen. Wir haben ein Hotel in Santa Monica, werden dann natürlich dementsprechend Santa Monica Pier und so weiter mal begutachten. Dann fahren wir nochmal raus zum Flughafen, weil da gibt es ja diesen berühmten In-and-Out-Burger-Laden, wo die Flugzeuge so toll zu beobachten sind. Und da muss ich natürlich hin und da wollen wir heute dann essen. Ja, und ansonsten mal schauen. Für morgen, dazu gibt es dann aber im morgigen Vlog in dem Intro noch ein paar nähere Infos, haben wir eine tolle Tour gebucht mit einem deutschsprachigen Guide, der da schon Ewigkeiten lebt. Ja, und da sind wir ganz gespannt. Ja, und dann, wenn L.A. dann einen Tag später quasi für uns zu Ende ist, geht es ja auf den kleinen Roadtrip. Aber alles nacheinander. Jetzt, wie gesagt, erstmal das letzte Frühstück auf der Navigator und dann das erste Mal für uns wirklich L.A.